Das müsste halt bestimmte Energien durchleiten können. Wenn der Mensch sich Kleidung kauft, die aus Öl erzeugt ist, dann ist sein ganzes Energiepotenzial, sein ganzes Energieniveau sehr, sehr stark beeinträchtigt ins Negative. Es hat sogar mal einer, der Vorhersagen gemacht hat, hat gesagt, in Zukunft werden alle Menschen Kleidung aus Flüssigkeit tragen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass man aus natürlicher Kleidung oder aus natürlichen Stoffen kaum Kleidung findet. Die ist entweder sehr teuer oder wirklich schwer zu finden. Obwohl jetzt auch manche Marken künstliche Kleidung, ein Pullover für 200-300 € dafür verlangen und alles ist aus Erdöl gemacht. Im Grunde genommen diese ganzen Polyester und Polymere, das ist alles auf Erdölbasis und wir tragen das auf unserem Körper. Und die Energie des Öls an sich ist auch, selber die Information ist eine schädliche, wenn man das so betrachtet. Wenn man das mit dem Menschen selber vergleicht, wenn dem Menschen in der Wunde etwas eitert, oder so diese Energie des Eiters, und man sagt, das Erdöl ist das Eiter der Erde sozusagen, und wir verwenden das für unsere Nahrung, Gott sei Dank nicht, vielleicht kommt es in manchen Gerichten auch mit rein, aber als Kleidung zumindest, wenn wir das anziehen, ist es, als ob wir aus dem Eiter der Erde eine Kleidung tragen. Also das sollte man so weit wie es geht vermeiden und da wirklich auch gucken. Da wird es, man fühlt sich viel besser, die Haut kann ganz anders atmen und die Energie kann anders fließen. Das ist ja so, wenn man künstliche Kleidung trägt, dass man ständig irgendwie Stromschlag bekommt oder man ist falsch aufgeladen. Da ist man nicht natürlich. Und diese falsche elektrische Aufladung ist auch für die Gesundheit nicht so gut, zu allen anderen schädlichen Sachen, die uns umgeben.